Genau, da warst du eh dabei. Wir wollten gerade raus und Da dann war ich haben dabei, in der genau. Premiere und die zwei Damen haben dann, die Geblieben. blieben stehen, rannten also nicht raus nach dem ersten Teil, um sich ein Sektchen zu holen, sondern die blieben stehen und guckten sich an und sagten dann, ja wie? Ich wusste ja gar nicht, was da alles zusammenhängt oder was da Ja, so. ja, Und ja. die andere war auch so, ja, wusste ich gar nicht. Und das ist ja das. Wir wollten so ein bisschen Bewusstsein schaffen dafür, dass es nicht selbstverständlich ist. Natürlich soll es normal und selbstverständlich sein, einen Lichtschalter zu bedienen, aber was alles dranhängt. Und ich glaube, jetzt merken wir auch gerade so, wir sind ja nicht Anti-Konsum oder Anti-Kauf, wir sind eher so pro Bewusstsein. Wir haben versucht, so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Also, dass wir so wenig wie möglich Material benutzt haben oder vielleicht auch Ja. Dinge, die schon vorhanden sind. Dass wir rein aus der Kreativität von unserem Team und von den ganzen Gewerken, die wir im Theater haben, dass wir da sozusagen diese Bilder erstellen können. Also man das Gefühl hat, es ist so eine Welt, die wir da aufbauen, mit ganz, ganz wenig Mitteln. Also was heißt mit wenig Mitteln? Aber eher mit der Fantasie unserer Lichttechniker und Lichttechnikerinnen, mit der Fantasie unserer Bühnenmeister, mit dem Alec, der das Video gemacht hat, mit dem Kostüm, mit der Rabea und das alles. Und auch mit unserem Ensemble natürlich, die sich da auch dementsprechend dann engagiert haben, durch Ton auch. Wir haben super Töne. Wir haben ja auch durch den Alec Colin Stetson kennengelernt, der irgendwie total gut in diese Untergangs- oder wie kann man das sagen, in diese Krisenzeit, ne, also was einen so natürlich auch emotional mega trägt. Musik trägt ja wahnsinnig. Und dieser Colin Stetson hat uns da durch dieses Stück getragen, was auch teilweise wirklich echt bedrängend war. Warum fahren Ihre Schwiegereltern dann aufs Land zu Bauern, die einen eigenen Brunnen haben und Holz im Kamin zum Heizen? Und wie sagte es Ihre Schwiegermutter, einfach einen Huhn schlachten können, wenn sie etwas zu essen brauchen? Also für mich klingt das nach jemandem, der ganz genau weiß, dass dieser Zustand länger anhalten wird. Ihre Fantasie und Ihr Engagement in allen Ehren, Frau Shannon. Lauren Shannon. Aber ich habe es zu tun. Nicht das, was Sie vielleicht denken. Kehren Sie nach Paris zurück. Die Idee von Rabea war mit den Kostümen dadurch, dass die Bühne so abstrakt gehalten ist und eben sich an der Ästhetik von Strommasten ja, orientiert und sonst relativ die Bühne kahl bleibt, sollten die Kostüme eben so ins das Heute darstellen und nicht jetzt futuristisch sein, weil es würde vielleicht dann verleiten, dass man sagt, okay, das Stück spielt in der Zukunft. Aber wenn die Kostüme eben aus dem Heute stammen, die könnten aus dem Laden, aus der nächsten Fußgängerzone sein, dann hat man auch so einen Anknüpfungspunkt zu sich selber. Das heißt, man kennt die Kostüme, man kennt die Kleidung und quasi kann da andocken, das Sind und jetzt alles nicht. auch, genau, auf jeden Fall sind alles Identifikationsfiguren in einer gewissen Art gewesen, die wir da haben wollten. Dass, ne? Klar, dass man Genau. nicht, Und genau, es ist eben dass so nicht. abstrakt schon alles zusammen, dass das so richtig handfest ist.